Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und wer jetzt nur Teil 2 sieht, soll jetzt gefälligst Teil 1 gucken und mir persönlich gratulieren. Warum, weiß er nicht, kann er die Beschreibung lesen. So, jetzt habe ich mal eine Idee gemacht. Ich kann mal übrigens witzige, lustige Sachen machen. Ich kann mal in Beschreibungen irgendwelche lustigen Gags machen, dann gucken vielleicht auch Leute mal Beschreibungen an. Das ist auch so ein Punkt, da bin ich auch ganz groß begeistert. Ich glaube, ich kann in die Beschreibung alles Mögliche reinpacken. Was weiß ich, auch meine Geheimzahl vom Konto oder so, es liest eh keiner. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Muss ich erst wieder zur Katze, oder was? Okay. Ah, so geht das auch. Okay, wenn er die Katze berührt, dann wird er zur Katze. Ach, die kann da rein. Ah, Tunnelsystem. Das ist neu. Und zwar bestimmt gleich hier auch irgendwo. Achtung, Secrets by Postman Pat. Na gut, da ist keins. Zup. Und dann öffnet sich bestimmt was. Oder eine Plattform. Ja, Plattform. Ja, also nochmal hier unser heißgeliebtes Thema Let's Plays. So, ihr wisst jetzt also, womit man anfängt. Also möglichst etwas, was euch Spaß macht. Etwas, was ihr gut rüberbringen könnt. Und nicht, hör mal, die machen alle Battlefield. Ich mach das auch. Genau, weil auf Seite 521.233 man auf YouTube sicherlich Karriere macht. Not! Da bin ich so dumm. Aber das ist ja auch zum Beispiel eine Geschichte, das musste ich mir auch schon anhören. Von Experten. Ja, das machen die doch alle. Die machen das doch nicht ohne Grund. Ja, weil der ein oder andere Let's Player ja dafür bekannt ist, dass er Anführungszeichen sämtliche Release-Listen Let's Played. Und das auch mit Grund. Weil das natürlich seine Zuschauer sehen wollen. Ich weiß nicht, ob meine Zuschauer so unglaublich geil drauf wären, wenn sie jetzt nur noch die aktuellsten Titel sehen. Weil dann sagen so, ach ja, sehe ich aber schon bei X, Y und Z. Das funktioniert auch nicht. Meiner Meinung. So, wir brauchen wieder eine Katze. Katze! Katze, wo bist du? Kann ich da hier oben hin? Ne, kann ich nicht. Aber dann kann ich auf jeden Fall schon mal irgendwas bekommen. So, da komme ich nicht hin. Da komme ich auch nicht hin. Ah, das ist die Katze. Ah, hier Katze. Katze. Ah, genau da. Ah, genau. So. Mehr kannst du nicht machen? Oh, gut. Oh, mach das doch. Ja, und wenn ihr dann ein Projekt gefunden habt, was euch Spaß macht, dann macht das. Macht das möglichst regelmäßig. Macht das nicht als einmal und dann erst wieder in 5 Jahren. Auch Geschichten wie, dass man 5,5 Jahre braucht zum Umzug, funktionieren nicht. Das endet eigentlich meistens nicht gut. So, wenn ihr dann anfangt, dann guckt euch mal an, wie so andere Leute das machen. Guckt euch das mal an, wie machen ne, die ganz Großen das, wie macht das so eine Hackfresse wie mich. Wenn ihr da aus irgendwie einen Retro-Titel habt, dann seid ihr natürlich bei mir nicht ganz so falsch. Dann kann ich euch sicherlich auch mal sinnvolle Tipps geben. Und dann fangt ihr einfach damit an. Und macht das mal und guckt mal. Und erwartet nicht, auch das ist zum Beispiel das, wo ich auch immer so ein bisschen denke, ob die alle total besammelt sind. Nicht in 2 Tagen euch in Anführungszeichen den neuen 911er Carreras kaufen zu können und zu sagen, ich schmeiß die Schule, ich schmeiß den Job, ich schmeiß das Studium, ich schmeiß alles und am meisten schmeiß ich noch meine Eltern raus, weil das Haus gehört mir jetzt oder so. Das ist nicht. Also ihr seid jetzt nicht in 2 Tagen Germany's Next Gronk. Also, soll ich da weiter nach unten? Aua. Okay, das war nicht gut. Okay, geht der Level ein bisschen länger. Muss ich das jetzt alles wiederholen? Guck mal. Ja, die Pakete sind weg. Also das geht nicht. Ihr müsst da schon ein bisschen Geduld besitzen. Und das ist auch die ganz wichtige Geschichte. Wenn ihr eine gute Qualität habt, dann ist es auch kein Thema, dass ihr mal irgendwie einen anschreibt und sagt, guck dir das mal an. Von den meisten Dusseln werdet ihr wahrscheinlich nichts hören, aber der eine oder andere wird sich das angucken. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie, was weiß ich, einen King's Quest hasse nicht gesehen macht oder irgendein Adventure, dann könnt ihr davon ausgehen, seid ihr bei mir jetzt nicht ganz so falsch. So, dann ist das okay, dann gucke ich mir das an. Und dann sage ich auch, was ich davon halte. Und da ist auch der nächste Punkt. Ihr könnt nicht gepusht werden, wenn ihr keine Videos habt. Das macht keiner. Weil, da kannst du mir 17 Mal erzählen, ob das du gut bist. Ich will das hören, ich will das sehen. Und erfahrungsgemäß ist meistens die Leute, die mit 2 Abonnenten und 0 Videos agieren, sind selten die größten Let's Player dieser Welt. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, ist aber meistens so.
Und auch da ist zum Beispiel eine Geschichte, die Abo-Zahlen sind ja bekanntermaßen vollkommen uninteressant für YouTube. Für YouTube sind die Views, die täglichen Views interessant, die bekannte Zuschauerbindung, all das, was ihr über diese beschissenen Analytics daraus kennt, das ist für YouTube viel wichtiger als ich hab hier 500 Abonnenten. Großartig. Interessiert einen Scheiß. Und das ist auch wirklich so. Das ist ja wirklich den Leuten ein Scheiß. Auf jeden Fall die Leute, die sich ein bisschen auskennen. Ich sage ganz ehrlich, guckt euch Social Blade an, guckt euch Statfire an. Oh, siehst du, 100% Run ist schon im Arsch. Catch the Drops. Oho. Der Tröpfchen finden. Aua. Das ist aber spannend. Kann ich ja weiter erzählen. Oh. Das war nicht gut, glaube ich. Darf ich da einen versemmeln? Ich wollte eigentlich weiter erzählen. Muss ich mich jetzt tatsächlich konzentrieren bei dem Scheiß? Naja, auf jeden Fall müsst ihr ein bisschen Durchhaltungsvermögen beweisen. Ne? Durchhaltevermögen und sonst wird das auch nichts. Das heißt, man muss konstanter was machen, man muss konstant Videos bringen. Man muss auch sich immer ein bisschen wieder was Neues einfallen lassen. Auch das ist so das, was ich auch immer so ein bisschen in letzter Zeit wieder vollkommen langweilig finde. Wir haben jetzt wieder den Angriff der Gronkh-Klone so ungefähr. Das muss nicht sein. Es muss sich nicht jeder wie Gronkh anhören. Ich habe das Original. Ich kenne das Original. Und wenn ich das Original sehen will, dann gucke ich das Original. Dann gucke ich nicht die 32. Kopie. Da kann ich sagen, ich habe 2 Retro-Kanäle gefunden. Super Spielerauswahl. Auch etwas, wo ich sagen würde, oh, da kann ich mich ja... Das eine oder andere habe ich schon mal als Idee geklaut. Ja, ich inspiriere mich auch bei anderen. Gut, macht eh jeder. Lass euch da nichts erzählen. Ne, geht so. Okay, gut. Ist nichts passiert. Dann kommt jetzt wieder Auto. Gas geben. Gas geben. Ah, komm. In PC after AFA irgendwas, ne? PC? Police Cop? Keine Ahnung. Was ist ein PC? Sicherlich kein Personal Computer. Race for an iMac oder so. Grüße an den Starkiller. Verstehe ich nicht. Aber gut, wollen wir mal gucken. Oh! Ist das eine deutsche Straße? 17.000 Umleitungen. Und Wege. So, bis jetzt klappt das noch super. Das klappt gut. Das klappt gut. Das ist toll. Ja, ja, du mich auch. Komm, gib Gas. Gib Gas! Wo ist das Ziel? Ziel! Passt! Schön! Großartig. Level 4. Super! Dann sind wir in 3 Videos durch. Das freut mich. Dann kann ich, und das interessiert euch jetzt bestimmt nicht, auf was anderes aufnehmen. Ja, da kommt der Profi. Auch das ist etwas, was man wissen muss, wie man am besten aufnimmt. Ob man der Kandidat ist, der sich jeden Tag, was weiß ich, nach Arbeit, Schule, sonstiges hinsetzt und so. Ach, jetzt nehme ich noch so ein Video auf. Nein, bin ich kein Typ von. Ich mache das gern am Stück. Und wenn ich da irgendwie ein Wochenende Zeit habe oder einen Tag, dann mache ich das in einer Session. Das heißt, ich mache die natürlich auch mit Vorlauf. Und da ist der Punkt, man sollte nicht so viele Popkulturreferenzen nehmen. Weil, wenn ihr das ein halbes Jahr vorher aufgenommen habt, den Gag versteht eh keiner mehr. Und ihr könnt das im Beschreibungstext gerne erklären, es liest ja eh keiner. So, hab ich nochmal Leuten, die Beschreibungstexte nicht lesen, einen verpasst. So, habt ihr davon. Ich lasse mir mal irgendwie einen dummen Gag in diesem LP anfallen, was in den Beschreibungstexten steht. Muss ich mal gucken. Irgendeinen doofen Gag. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn ihr da, ne, ihr habt ein Projekt, ihr fangt an, ihr habt auch die entsprechende Qualität, ne, ich meine, Fraps kriegt ihr, Fraps kriegt ihr so oft wie andere nasse Füße, ha. Boah, geile Überleitung, ne? Ja, das, meine Damen und Herren, schaffen nur Profis. Das habe ich lange überlegt. Das hat mir auch einer gefragt, hast du irgendeinen Zettel neben dir liegen? Natürlich, da stehen alle meine Gags drauf. Auch das hatte ich mal übrigens für einen Gag vor, irgendwie für den 1.4. Dass man mal ein komplettes Skript bestellen kann. Und dass ich eiskalt das wirklich das Skript auch nur ablese. Um den Leuten zu sagen, ja, das kann man machen. Ich weiß, es gibt auch den einen oder anderen, der hat sein, in Anführungszeichen, Witzbuch. Und das arbeitet er ab, aber... Ich sag's mal ganz ehrlich, das sind selten die Besten. Spontan funktioniert einfach besser, weil es soll ja auch so ein bisschen wirken, ne? Wie unter Freunden. Vielleicht ist das auch irgendwie das Problem, dass es bei manchen Leuten nicht funktioniert. Die haben einfach keine. Boah.
Das ist auch so ein Punkt. Ich meine, das ist auch mal so eine Frage, die ich mal so stellen kann. Oder beziehungsweise, ich kann es ja mal so machen, dann haue ich nicht nur die ganze Zeit auf andere rum und lass den Pet hier baden. Guck mal, der geht baden. Oh, yeah, Witz. Ah. Ah, der kann nicht übers Wasser laufen. Ah. Ist ja auch kein Jesus-Spiel. Ah. Oder noch was. Extra eine Anlehnung. Der nimmt jetzt sein drittes Bein in die Hand und läuft übers Wasser. Besser Wasser gehen als Wasser lassen. Entschuldigung. Ja, ich kann extrem schlechte Witze. Ja. Ich versuche, ich möglichst zu vermeiden, dass mich nicht einer aus humanitären Gründen verklagt. Und sagt, Alter, halt endlich die Schnauze. Das ist übrigens auch sowas. Das hat er auch. Kannst du nicht mal beim Let's Play in die Klappe halten? Nein. Denn das macht keinen Sinn. Warum komme ich eigentlich nicht darüber? Irgendwo sehe ich da was nicht. Wird das Spiel jetzt schwerer? Guck mal. Okay, da kann ich nicht lang, also muss ich da oben lang. Wir haben ja Zeit. Ihr habt ja eine Menge Zeit mitgebracht und wenn nicht, ihr nehmt sie euch jetzt. Nein, aber was ich gerade wissen wollte, es gibt ja immer diesen Spruch, ne? Hier, jeden Tag gibt es, was weiß ich, 133.000 neue Let's Player. Erzählt mir mal, warum guckt ihr mich denn eigentlich? Bevor ich jetzt gerade mal eben wieder aushole. So, was ist das denn? Kann ich den da runter? Nein, kann ich nicht, ne? Okay, bis hierhin, alles richtig. So, das ist auch richtig. Da kommen wir nicht hin, also muss es doch da weitergehen. So, und das dahin. Okay, das geht. Okay, wir sind drüber. Und was gerade nicht ging, ist auch vollkommen wurscht. Aber schreibt das einfach mal, das interessiert mich mal. Warum guckt ihr mich? Weil ich so unglaublich scheißen dämlich bin? Weil ich so unglaublich charmant rüberkomme? Es hat mich mal einer verglichen, da war ich ganz total happy. Mit TrueMG und ich wurde auch schon mal verglichen mit Funk Royal. Mein Gott, wenn ich einen Beipackzettel von Aspirin Let's Playen kann, dann habe ich alles erreicht, was ich machen wollte. Da kann ich abtreten. Nein, Quatsch, tue ich noch nicht. Ich habe noch ein bisschen was vor, was ich euch auf jeden Fall zeigen will. Auch das zum Beispiel ist auch so ein leidiges Thema. Ja, irgendwann wird es wahrscheinlich nicht mehr irgendwas geben, was ich noch zeigen möchte oder zeigen will. Dann habe ich alles gezeigt, was ich machen will. Und dann kann man mal überlegen, was man dann tut. Vielleicht baut man das Konzept um. Vielleicht macht man was ganz anderes. Vielleicht hört man auch auf mit dem ganzen Quatsch. Wissen wir nicht. Also 2014 kann ich euch sagen, bleibe ich auf jeden Fall noch treu. Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, was ich nicht haben will. Sonst machen wir das auf jeden Fall noch. Weil es macht auch eine Menge Spaß. Und ihr kriegt auch das hier für die Leute, die immer skeptisch sind. Und das war doof. Kann ich da nochmal hin? Nö. Mist! Mist! Hä? Komm mal die Katze her. Okay. Hallo Katze. Aha, dann geht's weiter. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Aber da oben kommen wir leider nicht mehr hin. Naja, ist ja geil. Was willst du machen? Ist halt so. Naja, aber ich bin gespannt. Warum guckt ihr mich? Weil jetzt komme ich nämlich zu der Geschichte, die ich erzählen wollte. Ja, Pet. Hallo, Pet. Es fangen ja jeden Tag, ich weiß nicht, gefühlt 120.000 neue Let's Player an. Und leider ist es mittlerweile so, und da kann ich auch jeden verstehen, der echt einen guten Job macht und auch ein bisschen mittlerweile frustriert und nervend ist. Es gibt so viele Leute, die einfach absolut mittelmäßig beschlecht sind. Und das auch, ich sag's mal gelinde gesagt, auch nicht merken. Und auch gelinde gesagt der Meinung sind, hey, ich mach das einfach, weil das machen alle anderen. Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn alle anderen das machen, dann mach doch was anderes. Du bist ja nicht verpflichtet hier zum großen Let's Play-Onkel zu werden. Also, ist ja nicht so, als ob man jetzt spontan... Krieg ich den noch? Ah, super. Tricky. Großartig. Du bist ja nicht verpflichtet, Let's Plays zu machen. Es ist ja nicht so, dass irgendeiner an der Tür klopft. Hören Sie mal. Ich lasse die erst wieder raus, wenn sie jetzt 20 Let's Play-Projekte gemacht haben. Und dann, ah, fuck, muss ich machen. Nein, so ist es ja nicht. Du machst das ja freiwillig. Und dann braucht man auch einen gewissen Stil.
Ich sage mal so schön, derjenige, der introvertiert ist und den halte ich nicht für den größten Entertainer. Auch genauso diese Abteilung, die total lustig ist, die total geil. Oh mein Gott, kannst du den auch hier, kannst du den Witz hier, voll total lustig hier, warum geht das Huhn über die Straße, ha, hat kein Monatsticket, ha. Dann bin ich schon ganz ehrlich dabei, ganz schnell irgendwo nach einem Baseballschläger zu greifen und den Zug für alle Zeiten K.O. zu hauen. Ihr wisst ja, man muss sie töten, wenn sie noch klein sind. Aber, nee. Nee, und auch ich mache ja genügend Sachen, die da sind. Ich kann ja mal ein bisschen erst erzählen, was ich so fabriziere. Ihr seht ja, ich nenne es ja schon nicht mehr Let's Play. Ne? Ihr wisst ja, nach Let's Play sucht ja eigentlich auch schon kein Schwein mehr, sondern die suchen ja nach dem Titel. Also kommt der Titel zuerst in die Beschreibung. Na, hier. Überschrift. Dann muss der Titel korrespondieren auch mit der Beschreibung. Muss korrespondieren mit den Tags. Und dann gibt es auch noch die Theorie, dass YouTube so eine Art Sprachfilter hat. Na, damit auch dementsprechend nicht irgendwelche Fakes angeblich eine Chance haben. Ich weiß nicht, ob die so viel Arbeit da machen, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht machen sie es in den höheren Kategorien. Aber es gibt ja Leute, die ja auch schon locker irgendwie ein Video haben mit 30 oder 50.000 Views. Und das ist alles der Punkt, das ist viel wichtiger. Also es ist leider nicht die Qualität wichtig, sondern wie wirst du gefunden? Diese bekannte SEO-Geschichte, ne? Search Engine Optimized, das ist viel, viel wichtiger. Und da sich YouTube natürlich immer wieder was einfallen lässt, klar, weil es geht hier um Geld, ne? Liebe Freunde, die machen das hier nicht aus Nettigkeit, ne? Die stellen nicht ihre ganze Rechenpower und ihre ganze Cloud zur Verfügung, weil du so einen unglaublichen tollen Typen bist und weil du der coolste Typ auf dem Schulhof werden kannst. Nein, das ist denen vollkommen scheißen egal. Die tun das aus finanziellem Interesse. Und deswegen wollen die auch irgendwas refinanziert haben. Auch das ist die Geschichte bei Thema Netzwerke. Wenn ich dann immer höre, so ein Netzwerk, auch das ist etwas, was du selber beantworten musst. Ich sage nur, es hat mir in dem ermöglicht, dass ich ein paar Sachen machen konnte, die ich vorher nicht gemacht habe. Oder nicht machen wollte. Ich bin also kein Fan von Content-Treffern. Ich weiß, ich höre mir da auch immer an, Content-Treffer, da passiert doch nichts. Ja, ich will keinen Namen. Also, und um da auch wirklich alles richtig hinzukriegen und auch eine Netzwerkmöglichkeit zu haben, muss der Kanal auch Content-Treffer-frei sein. Ja? Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, passiert hier doch trotzdem nichts. Nein, ist richtig, es ist mir auch nichts passiert. Es ist mir auch ein Strike passiert, ohne dass es einen Content-Treffer gab. Aber ihr wisst ja, ich bin ja jetzt... Oh, Level haben wir geschafft. Kann ich gleich mal ein bisschen was zum Netzwerk erzählen. So, dann würde ich sagen, haben wir die Folge auch wieder hinter uns. Sehen wir uns gleich in Folge 3. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und dann quatsche ich mal gleich ein bisschen über Netzwerke und noch ein bisschen anders über das Let's Playen. Das wird wahrscheinlich mal nötig. Wir sehen uns gleich.